La lucha continúa. Okay, oder es ist ja tatsächlich besser. Okay, vielen Dank. Wir sind am Anfang einer Bewegung gegen die Autogesellschaft. Wir stehen hier vor VW, ist ja als Hauptversammlung, aber es geht uns nicht nur um VW. Es geht uns darum zu zeigen, was VW für Deutschland steht, für die Autoindustrie und in dem Sinne für den globalen Kapitalismus mit einem völlig wahnsinnigen Zugriff auf Mensch und Natur im Dienste der Profitmarge. Vielen Dank, ein Applaus für Roberto Juarez aus Mexiko und den freundlichen Genossen, der ihn übersetzen wird. Muy buenos días. Soy Roberto Juarez Núñez, un profesor de la Universidad Autónoma de Puebla y un activista por los derechos de los trabajadores automotrices en México. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin Roberto Juarez Núñez, aus der Universidad von Pueblo en México. Und ich bin Aktivist auch in der Automobilindustrie und gewerkschaftlich aktiv. Estoy aquí primero para darles un saludo de parte de los trabajadores de Volkswagen, quienes muchos de ellos hoy celebran que finalmente la Fundación ETECOM entregue el premio negro a la empresa, a los responsables de Volkswagen. Ich bin heute auch hier, um euch die Grüße der Volkswagen-Arbeiterinnen und Arbeiter zu bestellen, anlässlich der Übergabe des Black Planet Awards des Negativpreises an den Volkswagen-Konzern. Los trabajadores mexicanos de Volkswagen han luchado desde hace décadas en contra de los sistemas autoritarios de esa empresa para explotarlos más a pesar de la salud y a pesar de los costos de la vida. Jahrzehntelang haben die VW-Arbeiter das erleben müssen, wie auf Kosten ihrer Gesundheit und auf Kosten ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Konzern über alles hinweggeht. En México, Volkswagen nunca ha dudado en aliarse con los gobiernos corruptos, tanto a nivel federal como estatal, con el fin de obtener la mayor cobertura legal en favor de sus beneficios inmediatos y a pesar de los costos en la salud y en la vida de los trabajadores. Für die kurzfristigen Profite hat Volkswagen mit den korrupten Regierungen Mexikos zusammengearbeitet. Das errichtet, was ich autoritäre Systeme nenne von Seiten von Volkswagen. Y por esta razón, los trabajadores mexicanos de Volkswagen desde los años 80 han logrado establecer un sindicato independiente, es decir, un sindicato que está fuera del control del gobierno y es un sindicato modelo para los trabajadores automotrices en todo México. Seit den 80er Jahren haben die VW-Arbeiterinnen und Arbeiter eine von der Regierung unabhängige Gewerkschaft, also eine, die nicht von der Regierung kontrolliert wird, aufgebaut und sind damit ein Vorbild für die ganzen Arbeiterinnen und Arbeiter in Mexiko. Es decir, la respuesta de los trabajadores mexicanos a las formas de explotación de la empresa alemana en mi país responden justamente los trabajadores mexicanos con un sindicato muy combativo, con un sindicato que no ha dudado en usar el derecho de la huelga, el derecho de la manifestación, y por eso es que ahora los trabajadores de Volkswagen son un ejemplo para sus hermanos en mi país. Die Volkswagen-Arbeiterinnen und Arbeiter haben kämpferisch gehandelt und sie haben von ihrem Streikrecht und von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht und sind damit zu Vorreiterinnen und Vorreitern geworden unter den mexikanischen Arbeitern. Por esta razón, cuando en septiembre del 2015 en los Estados Unidos se denunció que Volkswagen había trucado los motores TDI y que había vendido en los Estados Unidos medio millón de unidades. En México, los trabajadores mexicanos lamentaron haber colaborado, haber trabajado, porque tres modelos de Volkswagen que se mandaron a Estados Unidos se hicieron en la planta de Puebla. Als dann bekannt wurde, dass der Volkswagen-Konzern in den USA die TDI-Motoren manipuliert hat, da haben die mexikanischen Arbeiterinnen und Arbeiter, zumal in drei Werken in Mexiko produziert wird für den amerikanischen Markt, gesagt, dass ihnen das sehr leid tut, dass sie teil gewesen sind von dieser Manipulation.
Como ustedes saben, Volkswagen se alía con los gobiernos corruptos. En esta ocasión, el gobierno de Puebla apoyó a Volkswagen y le pidió a los trabajadores que para conservar sus trabajos aceptaran las nuevas regulaciones laborales que Volkswagen estaba exportando de Alemania, especialmente una cosa que se llama banco de horas, que no es otra cosa que un sistema para evitar pagos de horas extras y para evitar pagos extra de trabajo extraordinarios. Eine halbe Million von diesen Motoren wurden in den USA dann verkauft. Was bekannt ist, ist, dass Volkswagen sich verbündet mit den korrupten Regierungen, auch mit der von unserem mexikanischen Bundesstaat Puebla, wo die Volkswagen-Fabriken stehen, insbesondere um das Arbeitsrecht, dem deutschen Arbeitsrecht anzupassen, was die Überstunden angeht, weil mit einem Trick, der sich Stundenkonto nennt, werden faktisch die Überstunden nicht mehr als Überstunden bezahlt. Por eso, cuando se supo que Volkswagen en el mundo ya ha fabricado más de 11 millones de unidades trucadas y que esto colaboraba a la muerte del planeta por la contaminación que allí estaba, muchos activistas y trabajadores automotrices han rechazado firmemente la actitud de esta empresa y han celebrado que ETECON en Alemania haya dado el premio negro a Volkswagen. Es un premio muy merecido. Daher kommt auch der berechtigte und feste Standpunkt der mexikanischen Arbeiterinnen und Arbeiter, diese Politik von Volkswagen zurückzuweisen. Und daher kommt auch die mehr als berechtigte Vergabe des Black Planet Award an den Volkswagen-Konzern dieses Jahr. Y estamos acá, venimos a este evento para hacer público en ese lugar y esperamos también que con los accionistas las razones por las que creemos que la decisión de ETECON ha sido justa, que ha sido necesaria, que es importante denunciar que basta ya de estas actividades, de estas actitudes, de estas políticas productivas que buscan los beneficios inmediatos a pesar del daño a las comunidades y al planeta. Und deswegen sind wir auch hier und sprechen bei dieser Veranstaltung und deswegen werden wir auch drin sein und bei den Aktionären sprechen, um dem Nachdruck zu verleihen. Denn diese Haltung, diese Geisteshaltung, diese Politik des Volkswagen-Konzerns, die ist nur auf kurzfristige Profite ausgerichtet und deswegen stehen wir heute hier und demonstrieren. Y por último, queremos decirles a ustedes que vamos a decirle a los accionistas de Volkswagen que en este mundo globalizado por ellos, cada vez hay más personas, cada vez habemos más gente preocupada por nuestro planeta, cada vez existe una protesta mayor frente a las actitudes adversas que, por ejemplo, crean las grandes empresas capitalistas, contra esas políticas de producción y de ganancias que no dudan matar a la gente incluso en favor de sus grandes utilidades. Les vamos a decir que estamos unidos, habremos más y los denunciaremos las veces que sean necesarias. Volkswagen nimmt keine Rücksicht auf die Kosten, die diese Politik hat für unsere Gesellschaft, nimmt keine Rücksicht auf die Kosten, die diese Politik hat für unseren Planeten. Und jeden Tag kann man jetzt beobachten, wie die Menschen, die aufstehen und etwas dagegen unternehmen, mehr werden. Und wie die Zukunft darin liegt, dass sich immer mehr Leute wehren dagegen, dass für die Profite, für ein bestimmtes Gewinnmodell, für ein bestimmtes Produktionsmodell alles geopfert wird. Das werden wir nicht länger hinnehmen. Pues, muchas gracias. La lucha continúa. Vielen Dank, der Kampf geht weiter.